Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, und somit endlich zu diesem Video. Ich habe euch schon echt lange versprochen, dass ich euch ein Video abdrehe mit ja, Henry seinem Essensplan, was der Henry so am Tag bekommt und wie wir das nachts machen und. Und ich habe das ja jetzt echt lange vor mir hergeschoben, aber es liegt auch daran, dass ja, ich den Henry abgestillt habe, beziehungsweise er wusste, dass es jetzt langsam dem Ende zuneigt sozusagen und dass sich sein Essverhalten ja dadurch ändern wird. Und deswegen habe ich jetzt gewartet und jetzt haben wir endlich einen richtigen Essensplan. Ich kann euch schon mal vorweg sagen, Henry hat insgesamt nur 4 Mahlzeiten. Zwischendurch bekommt er selten irgendwas und nachts braucht er gar nichts. Toi, toi, toi. Also er braucht von Abendessen bis morgen zum Frühstück gar nichts. Ab und zu kriegt er dann mal eine Wasserflasche. Das war es auch. Also wir mussten nicht irgendwie auf Fläschchen umsteigen, nachdem ich abgestillt habe. Wieder noch irgendwie eine ganz frühere Mahlzeit. Es gibt ja Leute, die fangen dann, keine Ahnung, 5, 6 Uhr, geben die dem Kind schon so ein Frühfrühstück sozusagen. Wir mussten das alles toi, toi, toi nicht machen. Und ja, würde ich sagen, wir starten mal mit seinem Frühstück. Ja, Henry bekommt sein Frühstück immer zwischen 9 und 10 Uhr morgens, je nachdem, wann er wach wird. Und er bekommt immer einen Milchbrei, einen Haferbrei oder einen Porridgebrei. Dafür messe ich 150 ml Vollmilch ab und erwärme das Ganze in der Mikrowelle. Für genau eine Minute. In der Zwischenzeit stelle ich schon mal den Wasserkocher auf 50 Grad. So, nachdem die Milch aufgewärmt ist, mache ich ihm entweder Haferflocken. Jetzt hier zum Beispiel haben wir ganz normale zarte Haferflocken. Da gebe ich so viel rein, bis sein Brei halt nicht mehr flüssig ist. Er mag das gerne etwas fester, also er mag das eher dickflüssiger. Wie gesagt, ich kann da euch keine genaue Menge sagen, weil es ist immer unterschiedlich, ob wir jetzt nur Haferflocken haben oder Porridge. Ja, so und dann, wie gesagt, kriegt er ja noch warmes Wasser zu trinken. Da mache ich meistens so 100 ml rein, weil es eh die Hälfte danach wieder weggeschüttet wird. Ja, und oft werden wir gefragt, warum das Wasser immer so milchig bei ihm ist. Ja, jetzt habt ihr es gesehen. Dann tun wir ein bisschen Obst in seinen Frühstücksbrei. Hier zum Beispiel jetzt Apfel, Mango. Da auch ganz nach Gefühl, damit er ein bisschen mehr Geschmack hat. Ja, und wie ihr seht, er hat es gegessen. Ja, und dann machen wir auch manchmal was anderes rein. Also hier zum Beispiel so ein Apfelmark mit Aprikose. Also da variieren wir die Früchte, also Fruchtgeschmäcker auf jeden Fall, damit er Abwechslung hat. Ja, und wie gesagt, manchmal kriegt er auch so ein Früchteporridge. Das ist hier von DM Bio. Da ist halt alles schon drinne. Und das mag er halt wirklich richtig fest, also schon richtig breiig. Und da gebe ich meistens so 5 bis 7 Löffel, je nachdem, welche Löffel ich benutze. Aber die Menge von Milch ist immer gleich, also immer 150 bzw. manchmal auch 120 Milliliter. Ja, das war so unser Frühstück. Ich habe ihn natürlich auch schon ab und zu mal Brot zum Frühstück gegeben, aber so ein Müsli ist natürlich viel nährstoffreicher und sättigt ihn auf jeden Fall viel, viel mehr. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir auch weiter mit seinem Mittagessen. Mittagessen bekommt der Henry immer zwischen 12 und 13 Uhr, je nachdem, wie er Hunger hat. Hier hatte ich zum Beispiel 60 Gramm Reis schon vorgekocht gehabt und dann hat er hier Zucchini-Brokkoli-Püree, das habe ich ja vorher gekocht und eingefroren. Und dann kommt hier zum Beispiel Rindfleischzubereitung dazu, davon die Hälfte von dem Gläschen, das sind insgesamt 60 Gramm. Und wir variieren, also Henry kriegt zweimal die Woche Rind, zweimal die Woche Pute, zweimal die Woche Fisch und dann auch vegetarisch. Also da wechseln wir ab. Ja, und dann muss auf jeden Fall immer ein bisschen Rapsöl rein. So, nachdem das Ganze in der Mikrowelle aufgewärmt ist, könnt ihr sehen, sind jetzt so um die 226 Gramm, manchmal sind es auch 250. Ja, und so eine ganze Portion schafft er. Dann bekommt er auch wieder was Warmes zu trinken. Ich erwärme immer das Wasser auf 50 Grad.
Ich gebe ihm bewusst immer das Trinken erst danach, weil wenn er beim Essen trinkt, hat er nicht mehr so viel Hunger. Ja, und wenn er gut gegessen hat und noch Lust auf was Süßes hat, kriegt er auch hier so einen Snack. Ich muss ehrlich sein, diese Bärchen isst er nicht wirklich gerne, also die schmeißt er meistens auf den Boden. Die werde ich auch nicht mehr nachkaufen. Ja, wenn das manchmal schnell gehen soll, dann kriegt er auch so ein Gläschen. Da, wie gesagt, versuche ich auch mal drauf zu achten, dass es abwechslungsreich ist. Hier zum Beispiel hat er Süßkartoffel, Kürbis und Karotte. Da kommt zum Beispiel jetzt Lachszubereitung rein. Auch wieder die Hälfte, sind 60 Gramm. Und da kommen dann auch gleich noch ein paar Nudeln rein, die ich auch immer vorkoche. Hier sind zum Beispiel solche kleinen Nudeln, die haben wir in Italien gekauft. Die eignen sich super für ihn und sind auch ruckzuck fertig in 4 oder 7 Minuten. Und da gucke ich, das sind immer so 250 Gramm. Da natürlich auch wieder etwas Öl rein. Also Öl gebe ich ihm immer mittags dazu. Ja, wie ihr gesehen habt, sein Mittagessen ist immer unterschiedlich. Wie gesagt, ich versuche immer abzuwechseln, dass er mal Reis hat, dass er mal Kartoffeln hat, dass er mal Nudeln hat und dann, wie gesagt, auch mit dem Fleisch variieren wir. Ich habe natürlich schon ganz am Anfang, als wir mit der Beikost angefangen haben, ihn auch versucht, selber Fleisch zu kochen, aber das hat ihm überhaupt nicht geschmeckt. Deswegen, diese Zubereitungsgläschen sind echt praktisch und wie gesagt, man nimmt immer nur die Hälfte davon und reicht für 2 Tage und so teilen wir das Ganze immer auf. Und auch diese ganzen Gemüsebrei, die ich selber vorkoche und einfriere, das ist super einfach und ist auch so preiswert und auch total nachhaltig, weil wenn ich überlege, diese ganzen Gläschen, es gibt Gläschen, die hebe ich auf, tue ich in die Spülmaschine und lager die ein, aber es ist einfach so viel Müll, was man produziert. Deswegen bin ich immer so froh, wenn wir selber kochen. Wir kochen meistens dann so für 2 Wochen. Also dann haben wir meistens eine ganze Kürbis, dann haben wir 4 Süßkartoffeln, dann 1 Kilo Möhren und dann schälen wir das, schnippeln alles in einen Topf, pürieren es und proportionieren es. Und das geht super einfach. Da hat man dann vielleicht mal eine Stunde oder so dafür geopfert. Geopfert in dem Sinn. Und ja, der Kleine hat immer was Frisches zu essen. Ja, und dann kommen wir natürlich auch schon zu seinem Nachmittagssnack, Nachmittagsessen. Das bekommt er immer so zwischen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr, je nachdem, wie er seinen Mittagsschlaf gemacht hat. Und da kriegt er zum Beispiel hier solche Instant-Hafer. Naja, Flocken würde ich nicht sagen. Das ist wirklich ganz, ganz fein. Und da gebe ich jetzt so 4 große Löffel. Und das Ganze verrühre ich dann einfach mit etwas warmem Wasser, da auch 50, 60 Grad Wasser, bis das so eine schöne, feste, breiige Konsistenz hat. Ja, weil das Ganze einfach nach nichts schmecken würde, gebe ich ihm dann gerne wieder sowas vom Obst rein, ob wie jetzt Apfel, Mango oder Apfel, Pfirsich, irgendwas, was gerade da ist. Und das schmeckt ihm super, also schmeckt ihm super gut. Ich kann euch auch gar nicht sagen, wie viel Gramm das sind, aber ja, um die 100 müssten das auf jeden Fall sein. Ja, und dann kriegt er manchmal auch noch mal so einen kleinen Snack dazu, also wenn er fertig ist. Manchmal gibt es auch hier so einen Grießpudding, da hier zum Beispiel mit Keks, da sind auch immer 100 Gramm drin, mag der auch gerne. Und dann kriegt er, wie gesagt, auch wieder ein bisschen Obst, manchmal auch einen frischen Apfel. Ab und an gibt es natürlich auch Brot, hier zum Beispiel mit Leberwurst, hat er auch super gerne gegessen. Also es muss nicht immer was Süßes am Nachmittag sein, aber da gucke ich auch, je nachdem, was er dann zum Abendessen kriegt. Hier, wie gesagt, einfach frische Leberwurst, also was heißt frisch, aus der Dose, aber von einem Metzger unseres Vertrauens. Und da schneide ich auf jeden Fall die Rinde ab und mache so kleine Würfelchen für ihn. Und das kann er selbstständig super essen. Und er schafft so eine ganze Scheibe auf jeden Fall ganz einfach. Ja, und da ja kein Obst dabei war, habe ich ihn angefangen jetzt mal zu trinken, hier so einen Karottensaft, Karottenapfelsaft dazu zu geben, aber das habe ich jetzt mit Wasser verdünnt. Weil, ja, ich bin ja doch noch sehr zurückhaltend, was das Trinken und Essen angeht bei dem Kleinen. Aber ich muss ehrlich sagen, er war schon sehr skeptisch, weil er es nicht gewohnt war, erstens was Orangenes zu trinken und mit diesem Geschmack.
Ja, und was ich auch noch dazu sagen wollte, ihr habt ja gesehen, ich habe hier so eine Glasflasche mit Saft für den Kleinen aufgemacht und das ist ja echt viel drin. Ich glaube, wie viel? 500 oder 250 Milliliter? Ich glaube, 500 Milliliter. Und wenn ich dem Henry immer nur 50 Milliliter geben würde, würde das ja einfach kippen oder beziehungsweise schlecht werden nach einer Zeit. Und deswegen habe ich einen kleinen Tipp für euch, beziehungsweise zwei kleine Hacks, die ihr anwenden könnt, damit das Ganze ja länger haltbar bleibt. Und zwar da habe ich einfach den Saft in hier solche Eiswürfelform proportioniert und eingefroren. Das ist halt echt gut, weil genau ein Eiswürfel reicht dann für einen Drink bei ihm. Und ja, man kann das auch danach in Essen reinmachen oder so. Oder man nimmt diese Eiswürfeltüten, finde ich auch super praktisch. Wir haben nämlich so viele zu Hause und die habe ich nie verwendet. Aber dafür hat sich das echt super geeignet. Also da kommen auch, also erstens ist das Befüllen super easy. Und man kann das auch echt einfach in das Gefrierfach reinlegen. Und wie ihr sehen könnt, sind das echt ordentliche Würfelchen, die man dann hat. Ja, also ich bin auf jeden Fall ein sehr großer Fan von Sachen einfrieren, portionsweise. Also es bringt nichts, wenn ihr, keine Ahnung, einen ganzen Topf für euren Kleinen kocht und das alles einfriert und danach beim Auftauen einfach viel zu viel auftaut. Deswegen immer portionsweise. Ich habe das ja euch schon in unserem Beikostvideo am Anfang gezeigt. Also wir haben solche Becher, da passen immer so um die 100, 150 Gramm, je nachdem, rein. Außerdem, das habe ich jetzt nicht gezeigt, nachmittags kriegt Henry oft auch ein Quetschi. Wir haben von Twist Shake solche wiederverwendbaren Quetschis. Die kann man unten mit einem Zipper auf- und zumachen. Und da kochen wir ihm zum Beispiel so ein, das haben wir letztes Mal gekocht, Apfel, Banane, Mango und Himbeerpüree. Und dann gebe ich auch von diesen Instant-Haferflocken was rein. Und das befüllen wir in diese Quetschis. Und wenn wir unterwegs sind, ist es super praktisch, weil ja, der muss nicht wirklich vernünftig sitzen dafür können, weil manchmal, wenn man unterwegs ist, hat man keinen Sitz für ihn dabei oder er ist gerade im Kinderwagen. Und dann kann man ihn super einfach damit füttern. Oder wenn wir im Schwimmbad zum Beispiel sind, weil wir sind meistens über seinen Nachmittagssnack im Schwimmbad. Und dann nehme ich auch so ein Quetschi mit und nochmal so eine kleine Tupperdose mit ein paar Keksen oder so. Das isst er dann auch gerne, weil Kinder mit vollem Magen irgendwie schwimmen ist ja auch nichts. Aber so ganz mit leerem Magen muss es ja auch nicht sein. Ja, dann kommen wir auch schon zu der letzten Mahlzeit, die Henry am Tag zu sich nimmt. Und das ist sein Abendessen. Und das bekommt er immer so zwischen 18 und 19 Uhr, meistens 18:30 Uhr. Dafür erwärme ich das Wasser auf 60 Grad und dann kriegt er hier so ein Früchte-Milchbrei von Baby Vita, also das ist unsere Lieblingsmarke. Da bekommt er 5 gehäufte Esslöffel von diesem Pulver und dann gießen wir einfach so viel Wasser dazu, bis das ja eine breiige Konsistenz entsteht. Da auch wieder nicht zu flüssig. Henry mag das lieber fester. Und er macht dadurch auch viel weniger Sauerei, wenn es jetzt flüssig wäre. Ja. Und dann gebe ich auch wieder ein bisschen Obst dazu. Also am Tag kriegt er vielleicht, wenn es hochkommt, 80 Gramm Obst oder so, wenn überhaupt. Also das liebt er auch wirklich sehr. Wie ihr gesehen habt, das ist ja ein Früchtebrei. Theoretisch müsste man kein Obst mehr reinmachen. Dann gibt es aber auch Tage, da isst er mit uns mit. Hier zum Beispiel habe ich ja die Linsensuppe gekocht letztens mit euch live auf Instagram. Hat er das super gerne gegessen mit so einem Stück Baguette dazu. Und natürlich Wasser. Aber auch, wie schon gesagt, bekommt er manchmal auch mal so ein, wenn wir Abendbrot machen, eine Scheibe Brot. Dann kriegt er danach nochmal einen Apfel oder so. Oder wir haben letztens Ofengemüse gemacht. Da habe ich ihm einfach Süßkartoffeln, Pommes gemacht und Karotten. Das hat er auch super gerne gegessen. Was er nicht so gerne isst, ist Brokkoli. Also der guckt das immer so an und findet das komisch, weil das ja so, ja, seltsam aussieht, aber Brokkoli-Püree isst er super gerne. Ich muss ehrlich sagen, ich fütter ihn lieber abends oder generell fütter ich ihn lieber, bevor er selber isst, weil er isst zwar gut, aber er macht so viel Sauerei dann irgendwann, wenn er keinen Hunger mehr hat. Oder er füttert den Hund dabei, wenn der Hund gerade in seiner Nähe ist. Und deswegen fütter ich ihn lieber selber und ich weiß, dass er dann echt eine gute Menge isst. Was ich aber dazu sagen muss zu den Mengen. Klar, ich höre oft, unser Kind isst mit vom Tisch und und. Leute, ich habe das aber mal abgewogen, wenn der Henry mit uns vom Tisch isst. Wir hatten zum Beispiel letztens Nudeln mit Tomatensauce ihm gemacht, aber die Nudeln waren groß. Er isst auch super gerne große, ganz normale Nudeln. Und ich habe das mal abgewogen. 100 Gramm von so Nudeln mit Soße, Leute, das war so eine Portion, die wir essen würden. Und ich glaube kaum, dass ein Kind diese Portion, die ja sonst sagen wir mal in so Püreeform oder in so einer kleinen Form, weiß ich nicht. Ob ihr jetzt versteht, was ich meine. Auf jeden Fall, wie gesagt, Henry bekommt ja so immer 200, 250 Gramm zu essen.
Das kann man in so einer Nudel mit Tomatensauce gar nicht. Das wäre so, so eine Schüssel gefühlt, wenn er das essen würde. Deswegen immer echt darauf achten, dass die Kinder satt sind. Weil wenn sie nicht satt sind, schlafen sie nicht gut oder unruhig, weil sie dann immer wieder wach werden, weil die Hunger haben. Und das ist wahrscheinlich der Grund bei uns, warum Henry nachts nichts braucht. Also wie gesagt, zwischen 18 und 19 Uhr kriegt er sein Essen und um 19 Uhr bringen wir ihn meistens ins Bett. Und es funktioniert heute total gut. Natürlich gibt es auch Ausnahmen. Wir haben auch manchmal Nächte, wo er 50 Mal gefühlt wach wird oder so. Aber wir kommen nicht auf die Idee, ihn zu füttern. Also das passiert bei uns eigentlich nie. Außer am Silvester, da habe ich ihn um 5 Uhr morgens habe ich ihm eine Scheibe Brot geschmiert, weil er einfach die ganze Nacht durchgemacht hat. Das war's mit meinem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich konnte euch so ein paar Sachen näher bringen, was man machen kann, falls ihr gerade so dabei seid, euer Kind so in den Beikoststart zu begleiten oder keine Ahnung, falls euch einfach die Ideen ausgegangen sind, dann schreibt es mir gerne. Also falls ihr irgendwelche Fragen habt oder so und wenn ihr gerne wissen wollt, wie wir das mit dem Abstillen genau hinbekommen haben, dann lasst es mich auch gerne wissen. Dann mache ich ein separates Video zum Thema Abstillen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wie gesagt, schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was euch bedrückt, was ihr gerne wissen wollt. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, ihr Lieben. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!